Ich muss euch das zeigen, liebe Zocker und YouTuber, ich muss euch das zeigen. Ich habe am U-Boot weitergearbeitet und ich würde sagen, Moment, ich lade es mal kurz in die Workbench. Ich würde sagen, naja, es ist potthässlich, aber das ist ein anderes Thema. Wir haben hinten zwei Schrauben, wir haben hier die Seitenruder, wir haben Höhenruder, die idiotischerweise hier angebracht sind. Warum habe ich die nie an der Seite angebracht? Weil ich das U-Boot witzigerweise genau so breit gebaut habe, dass die hier nicht mehr ranpassen an die Seite, sondern die müssen irgendwie nach innen versetzt sein. Na gut, dann sind sie halt da. Sie funktionieren trotzdem. Die Höhenruder werden wir gleich sehen. Was habe ich noch angebracht? Ich habe sogar in der Tat noch eine weitere Pumpe angebracht, dass wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pumpen je Ballasttank haben. Ich habe unten einen Entfernungsmesser angebracht. Ich habe oben einen Höhenmeter angebracht. Dieser Höhenmeter, naja, also der misst die Höhe zu normal 0, also zur Meeresoberfläche. Und der hier misst die Höhe zum Meeresgrund, so hoffe ich denn. Und ja, und die beiden habe ich übrigens gekoppelt hier, wartet mal, mit diesem Ding hier, mit dieser Anzeige. Ich zeige die euch gleich mal, die ist eigentlich recht cool, die habe ich recht cool eingestellt, wenn ich das mal so sagen darf. Ich sage euch mal, Minimumwert ist, sagen wir mal, 200 Meter. Das heißt, 200 Meter unter dem Schiffsrumpf misst er und 500 Meter darüber. Und zwar habe ich das so eingestellt, dass, wenn ich das mal zeigen darf, das ist ein bisschen verwirrend. Und zwar habe ich die weiße Linie, das sind zwei Linien, die weiße Linie habe ich steuern lassen von dem oberen Sensor, also von der Meeresoberfläche. Und zwar normalerweise, wenn man runtergeht, wird das ja ein negativer Wert. Den habe ich mit dem Funktionsgenerator mal minus 1 genommen, wird also ein positiver Wert. Das heißt, diese weiße Linie wird quasi meine Wasseroberfläche sein und die hat also immer positive Werte. Und die rote Linie, die habe ich mal minus 1 genommen. Die misst ja eigentlich einen Abstand, aber die hat dann negative Werte. Das heißt, die ist immer 0 oder zwischen 0 und 200 nach unten. Das heißt, mein U-Boot ist quasi dieser mittlere Strich hier in der Mitte. Und im Moment sieht man das nicht, weil im Moment ist das natürlich hier der Platzhalter, die Platzhaltergrafik. Und ich zeige euch das am besten mal. Ja. Und zwar machen wir das, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie tief das Wasser ist. Wollen wir das mal ausprobieren? Ansonsten habe ich nichts weiter geändert, oder? Nee. Das Wichtigste. Das Wichtigste habe ich sehr wohl geändert. Und zwar, darf ich mal kurz zeigen, habe ich natürlich doch die Electric Engine gefunden. Hoppala, das ist jetzt falsch. Ich habe natürlich doch die Electric Engine gefunden. Die war ein bisschen versteckt. Da hinten ist sie. Das ist eine mittlere Electric Engine. Und die kann man in der Tat, kann man die einstellen? Nee. Und die wird mit der Batterie betrieben. Ich würde sagen, wir probieren das mal aus. Ich darf jetzt einfach mal ausprobieren. Ich darf jetzt dann speichern. Und ich zeige euch mal, wie weit ich jetzt gekommen bin. Also. So. Das ist wirklich ein ganz, ganz banales U-Boot. Es macht eigentlich noch gar nicht großartig viel. So, ihr seht jetzt vielleicht. Ja, da hätte ich vielleicht die Einstellung. Ist die Frage, ob die so sinnvoll ist. Und zwar, pass mal auf, ich stelle nochmal auf. Ich stelle nochmal kurz was ein. Ich stelle noch mal kurz was ein, und zwar das Ding hier. Und zwar, sagen wir mal, 200. Hoppala, 200, so. Ja, so, save. U-Boot, save, save. Ihr werdet gleich sehen, was ich damit meine. Nur wenn die beiden gleich groß sind, dann ist natürlich das U-Boot in der Mitte. So. Also. Das ist so meine persönliche Höhenmesserangabe. Ja, jetzt stimmt's auch. So, also das U-Boot ist jetzt quasi hier in der Mitte. Hier in der Mitte. Und ich gebe mal hier ein bisschen Gas. So. Jetzt fahren wir hier raus. Die Ansicht ist etwas merkwürdig aufgrund dieser Kamera. Aber jetzt seht ihr, ne? Die rote Linie, die ist quasi der Meeresgrund. Die wandert jetzt nach unten. So, also wir kommen jetzt hier, wenn man es genau sehen will, kann man halt mal mit der Maus drauf halten. Wir haben jetzt 15 Meter unterm Kiel und befinden uns bei minus 2
minus 2 Hürde. Das könnte man noch mit, indem man noch plus 2 auf den Funktionsgenerator gibt, könnte man noch genau die Wasseroberfläche markieren, aber das ist halt so eine Sache. Also im Moment fahren wir jetzt hier halt, da fehlt noch einiges Geschwindigkeitsmesser und sowas, ne? Ich fahre jetzt mal aufs Meer raus und guck mal, wie tief wir da werden können. Und schau mal. Im Moment sind natürlich die Tanks alle noch an. Ja, können wir ein bisschen schneller werden. So. Ja, sieht gut aus. Und wir fahren raus aufs Meer. In dieser Bucht hier, wo ich mich befinde, da ist es noch relativ... Wo bin ich denn jetzt hier? Da ist es hier, also in dieser Bucht, da ist es relativ flach. Was haben wir hier? Transponder, egal. Hier hätten wir irgendwas, aber das machen wir jetzt gerade nicht. Uns sind jetzt gerade mal die Rettungsmissionen egal. So, kommen wir noch ein bisschen schneller hier. Ich glaube, das ist ein recht schnelles U-Boot, muss man sagen. So, und jetzt seht ihr die rote Linie. Jetzt haben wir schon 20 Meter unterm Kiel, aber 20 Meter ist natürlich noch nichts, ne? Ich könnte jetzt übrigens schon mit dem Höhenruder, soll ich mal zeigen, ich könnte mit dem Höhenruder schon so ein bisschen abtauchen. Ihr seht das vielleicht, aber das lasse ich mal. Ich tauche mal wieder auf, weil solange ich hier nicht... Ah, jetzt geht die Linie weiter runter. Jetzt haben wir schon 32, 33, 34 Meter unter Kiel. Und das ist die Wasseroberfläche. Ne? Wir sehen also das Boot. Müsst ihr euch dran denken, das Boot ist quasi immer diese Linie. Und alles andere, das Rote ist die... ist der Meeresboden und das Weiße ist die Oberfläche. Wir sind also jetzt quasi an der Oberfläche, ne? Und unterm Kiel haben wir 37 Meter. Ich finde das eigentlich ganz cool, so als Angabe. So, jetzt seht ihr, jetzt wird es immer tiefer. Aber was heißt immer tiefer? Wären es 39 Meter jetzt. 40 Meter. Sehr cool eigentlich. Kann man sich merken, im Prinzip... Ein Strich sind 40 Meter, das heißt, da wären 80 Meter, da wären 120 Meter und da wären 160, kann sein, ne? So, jetzt sind wir auf 50 Meter, na, vielleicht ist der Strich auch 50 Meter, müssen wir mal gucken. So, und jetzt können wir ja mal, naja, wir fahren noch ein bisschen weiter raus. Wir können ja mal jetzt hier straight nach Westen abdrehen, ja gut, wenn ich jetzt wüsste, wo Westen ist, ne? Wo sind wir jetzt? Das haben wir unter Kiel 60 Meter. So, ich guck mal, wie tief es hier wird. Was haben wir da? 64 Meter. Ah, so tief ist gar nicht, ne? Wobei, es wird tiefer. 66 Meter. Komm, wir tauchen nochmal manuell ab und dann seht ihr vielleicht... Ich tauche jetzt mal nur mit den Höhenrudern ab. Ja, so tief geht es da gar nicht. Also so tief komme ich gar nicht. Ich kann die Nase ein bisschen runternehmen, aber da müsste ich noch ein bisschen aus dem Ballasttank abwerfen. Was heißt abwerfen? Muss ich ein bisschen Ballast aufnehmen. Ah, 78 Meter, 79 Meter. Komm, wir tauchen mal ab ein bisschen. Wir fluten mal ein bisschen den Ballasttank. Muss ja gar nicht viel sein. Muss ja nur so viel sein, dass wir nicht mehr, dass wir jetzt richtig abtauchen können. So. Ja, komm, noch ein bisschen. Ja. So, und jetzt habe ich ungefähr die... Und jetzt seht ihr, ne? Also das U-Boot ist in der Mitte quasi. Hopp, jetzt ein bisschen in der Nase hoch, Nase hoch. Ich fliege jetzt quasi wie ein Flugzeug, was eigentlich ziemlich cool ist. Ich habe jetzt also ungefähr den richtigen Ballast drin. Jetzt kann ich natürlich auch wieder auspumpen, so. Was flog mir der Hand gegen? War das ein Fisch? Weiß es nicht. Und da ist halt das U-Boot, ne? Dieser Strich, da ist das U-Boot und da seht ihr dann halt auch ungefähr, wo ich bin. Nase hoch, komm. Also ich finde, das hat was.
So, ich pumpe jetzt allerdings gerade leer, glaube ich. Ne? Ja, weiß nicht, ob ich leer pumpe. Ja, ich pumpe gerade leer. Und ich muss jetzt, jetzt ist im Moment richtig gut austariert. Ich pumpe zwar, aber er macht halt nichts. Das heißt, hier sehen wir ja, 68 Meter haben wir über uns. Jetzt kann man wieder ein bisschen, kann man mal aufhören zu pumpen. Jetzt haben wir, glaube ich, ganz gut, sind wir ganz gut austariert. Muss sagen, das hat was. Also diese Anzeige finde ich cool. Ist quasi sowas wie der künstliche Horizont. Naja, also, ihr wisst ungefähr, was ich meine, ne? Was haben wir über uns? Über uns haben wir 80 Meter, unter uns 60 Meter. Genialomat. So, jetzt haben wir hier insgesamt eine Wassertiefe von 150 Meter. 70 Meter unter uns, 70 Meter über uns. Ziemlich gut Zeug in den Ballasttanks. Ja. Also er lässt sich in der Fahrt lässt er sich sehr gut steuern. Wenn wir ihn natürlich ausmachen, bin ich mal gespannt, was er dann macht. Sinken wir oder... Ah, wir sinken sogar ein bisschen. Können wir mal ein bisschen hier tanken, bitte? Komm. Also was heißt tanken? Pumpen. Noch 40 Meter haben wir unter uns. Er sinkt aber weiter. Pump, Pump! Ja, mit dem Auftauchen hat das so ein bisschen. Ich glaube, gleich setzen wir auf. Aber es könnte sehr sanft sein. Ne? Tauchen wir auf? Nein. Noch sinken wir? Noch sinken wir? Wir sinken immer noch. Da sind Fische, kann das sein? Gleich setzen wir auf. In einer Wassertiefe von 100, zu knapp 150 Meter. Er pumpt aber immer noch aus, angeblich. Angeblich pumpt er immer noch. So, nur wenn man aufsetzt, dann geht, glaube ich, der Sensor kaputt oder irgendwas passiert mit dem Sensor, dann macht es auf einmal, pass auf, plomm, minus 500, haut natürlich nicht hin. Kann das sein, dass der nicht mehr pumpt? Irgendwie hat das mit dem Pumpen nicht mehr richtig hingehauen. Egal, wir haben ja hier... Ein paar Sachen fehlen mir noch. Und zwar, was mir noch fehlt, ist, die Pumpleistung ist immer noch erbärmlich. Was mir noch fehlt... Was fehlt mir denn noch? Hier, diverse Anzeigen für die Batterie, genau. Also, wir gehen natürlich mal hier... Wir machen natürlich mal Folgendes. Warum hat denn der jetzt nicht abgepumpt? Er hat übrigens so eine Macke, er pumpt nicht weiter, wenn man jetzt hier, also wenn man auf dem Grund sitzt. Ich kann mir vorstellen, dass das daran liegt, dass die Auslässe dann quasi vom Boden blockiert sind, dass, da, also, dass er nicht rauspumpen kann. Ich muss das gleich nochmal ausprobieren. Ich mache nochmal Folgendes. Hoppala, nein. So, Load, was laden wir? U-Boot Final, da. Also im Moment... Klappt das ganz gut. Die Tauchtanks sind noch etwas träge, also was die Befüllung betrifft, aber sie funktionieren zumindest. Also Wasser kommt rein, also mit dem raus ist immer noch so eine Sache. Wo bin ich? Achso, ich muss jetzt mal kurz hier. Also, zack. Wir laden es nochmal neu, laden hier U-Boot, zack. So, und jetzt wollte ich noch Folgendes einbauen. Ich wollte noch ein paar Instrumente einbauen. Natürlich, damit wir irgendwas sehen hier. Und zwar Display. Also was ich da eingebaut habe, ist dieses Display, was ziemlich cool ist. Digital-Display brauchen wir nicht. Wir brauchen eine ganz normale Dial. Kompass, ja, Kompass wäre vielleicht auch nicht schlecht. Was haben wir da noch? Kompass-Clock, eine Uhr brauchen wir nicht. Ein Buzzer, keine Ahnung, was ein Buzzer ist. Künstlicher Horizont wäre nicht schlecht. Ja, ja. Was ist in einem Instrumentenpanel drin? Das gucken wir uns auch mal an. Paintable Sign, Speaker, ja. Laser, was macht denn ein Laser Beacon? Ein Laser Point Light. Toll. Super. Ja, okay. Ist allerdings recht teuer, das Boot, wie man vielleicht sieht. Aber was kostet das bis jetzt? Darf ich mal bitte gucken? Was kostet der Spaß?
60.000 kostet das Ding. Höcker die Waldfee. Das ist nicht schlecht. Was ist denn da so teuer? Die Hülle nicht. 60.000. Gut. Wir brauchen ein künstlicher Horizont, der ist cool. So nicht. Warte mal, wo ist denn jetzt hier? Keine Ahnung, ist das der komische künstliche Horizont? Den werden wir gleich mal umstellen müssen. So, also Kompass Ball wäre witzig. So, das ist der Kompass Ball, genau. Und daneben vielleicht den künstlichen Horizont. Mich irritiert allerdings, so müsste den Mann eigentlich, ne? Oder so. Keine Ahnung, wir müssen den. Ja, so sieht's gut aus. So, probieren wir das mal aus. Künstlicher Horizont, damit wir unter Wasser nicht die Orientierung verlieren. Jetzt brauchen wir noch zwei Dials vielleicht. Hier, na, gehst du weg da. Ein Dial, noch ein Dial. So. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt bauen wir. Ich weiß noch nicht, wofür ich dieses Boot überhaupt in irgendeiner Weise benutzen sollte. Aber wir werden es auf jeden Fall mal. Wir werden es auf jeden Fall mal ausprobieren. So, wir brauchen die Batterieladung. Die Charge, die packen wir auf die rechte Dial. So. Und dann bräuchten wir noch einen Geschwindigkeitssensor, ne? Ja. Sensor, Speed-Sensor oder sowas. Was haben wir denn für Sensor? Altimeter haben wir schon benutzt. Angular Speed, Kompass, was sind das für Kontaktsensor? Aha. Distance-Sensor, ja, haben wir auch benutzt. Fluidmeter brauchen wir nicht. Was macht ein Fluidmeter? Das wäre natürlich cool für unsere Ballasttanks, ne? So, was ist das? GPS brauchen wir auch. Feuchtigkeitssensor. Kann ich ja am Boot unterbringen, weiß ich, wenn es voll läuft. Ahaha! Impact-Sensor. Laser Distance-Sensor. Laser. Radiation Radar. Was ist ein Radar? Radar, ja, das Radar müssen wir uns irgendwann mal. Was ist denn ein Player-Sensor? Ah, okay. Mikrofon. Linear Speed, sowas brauchen wir auch noch. Was haben wir hier? Laser. Rain Sensor, ja, gut. Sonar, was macht das Sonar? That returns information about a detected object. This sensor outputs a relative angle to detected object within its range using underwater sound waves. Oh Gott, das ist ja geil. Sensor will passively detect certain noisy components such as propellers or engines, but can also send a loud ping. Okay. Interessant, erstmal aber nicht. Ist alles sehr interessant. Ah, das mit dem Sonar lassen wir mal kurz. Temperatur brauchen wir auch nicht. Tilt. Relative to the horizon. Okay. Also ein Kippsensor. Transponder-Locator brauchen wir nicht, Windsensor brauchen wir nicht. Okay, dann bauen wir das Ding mal. Warte mal, eine Sache machen wir natürlich auch noch, und zwar folgendes. Blum. Blum. So, Hintergrundbeleuchtung, ne? Was hat der für ein Problem? Warum hat der noch keinen Sensor? Müsste eigentlich gehen. So, was hatten wir denn jetzt? Der künstliche Horizont. Backlight hat er doch drinne. Da, darf ich mal kurz ausprobieren? Ich probiere mal kurz, ja. Ich werde das noch aufräumen, das Boot, versprochen. Wir werden es, aber wir müssen erstmal überhaupt. Hat irgendwie nicht geklappt mit der Beleuchtung. Das Ding ist beleuchtet, aber die sind nicht beleuchtet. Finde ich merkwürdig. Okay, nochmal kurz raus. B. Ja, warte mal. Schwupps.
So, irgendwas ist da, hat da noch nicht funktioniert. Activated. Ach, das ist natürlich Unfug. Aus. Warum geht es eigentlich? Ach so, weil die keinen Strom haben, Junge. Du bist natürlich ein Dussel vor dem Herrn. So. War schon richtig. So, Strom. Strom. So langsam habe ich hier, verliere ich massiv den Überblick, wo die ganzen Stromkabel hingehen. So. So. So, jetzt brauchen wir natürlich noch. Da wird die Batterieladung angezeigt. Das heißt, wenn das die Batterieladung ist, dann ist das natürlich die Batterie. Und zwar Min-Value von 0 bis 1. Ja, so. Und das ist der Speed. Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde jetzt erstmal, aber mein Gott, sagen wir mal von 0 bis 50, das wäre ein bisschen viel, ne? Von 0 bis 30, 0 bis 50. So, nochmal ausprobieren, bitte. Können wir gleich wieder reingehen, weil wir brauchen natürlich den Speed-Sensor. Den Speed-Sensor, das heißt, wir nehmen mal ganz kurz eine Erasung vor. Loch im Boot, Loch im Boot. Wo ist der Speed-Sensor? Da! So. Und noch mehr Stromkabel. Der braucht gar keins. Okay, der braucht gar keinen. Das heißt, wir müssen von dem Speed-Sensor direkt... Linear Speed nach da. So. Ja. Save. U-Boot. Load. Beziehungsweise, ja, so. Nächster Test. So, jetzt müssten alle Lichter angehen. Pling! Lichter sind an. Wir haben 0 Speed drauf, das ist okay. Wir haben maximale Batterieleistung, das ist auch okay. Wir gucken noch, ob der Rest funktioniert. So, Kompass funktioniert. Speed 9 Meter die Sekunde. Warum ist das so viel? Guck mal. Was der für ein Speed drauf hat, dieses Boot. Und da seht ihr, ne, die Batterie geht durchaus runter. Halte das für ein übertriebenes Gerücht. So, ob der künstliche Horizont funktioniert, wissen wir nicht. So, wir fahren mal wieder rein. Das funktioniert aber und die Ladung funktioniert, ne? Die Ladung, und jetzt kriegt das Ding noch Solarzellen, damit wir damit auf- und abtauchen können. Eigentlich bräuchte es auch noch einen Rückwärtsgang, das Boot. Fahren wir noch? Ja, so erbärmlich langsam, ne? 3 Meter die Sekunde. Aber ich glaube, das sieht schneller aus, als es ist, aufgrund dieser komischen Verpixelung der Kamera. Und aufgrund der Tatsache, dass wir relativ dicht an der Wasseroberfläche sind. Wenn ich so nach rechts lenke, dann seht ihr, wie so ein Zoom-Effekt, ne?
Fahren wir noch. Ach Gott, das muss jetzt erstmal reichen. Also eine Schönheit ist es nicht, was das Fahren betrifft. Wir stehen mal kurz auf. So, was ich jetzt noch machen wollte, waren Solarzellen obendrauf, um die Batterie auf zu laden. Solar. Ah, guck mal da. Solarzellen. Swups. So, jetzt kommt Folgendes. Jetzt kommen die guten Solarzellen. Ich mich jetzt gerade fürchte, muss ich jede einzelne dieser Solarzellen mit dem... Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass ich jede einzelne der Solarzellen mit dem... Dann heul ich. So. Ach du. Nee, komm. Das ist nicht euer Ernst, oder? Dass ich jetzt. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Dass ich jede dieser Solarzellen. Kann man das hier so. Weiß nicht, da bin ich mir nicht sicher, ob das so soll, Freunde. Bin mir da nicht sicher. Moment mal. Das könnt ihr mir doch nicht erzählen, dass ich jede dieser Solarzellen jetzt damit verbinden muss. Halte das hoffentlich für ein Gerücht. Nee, oder? Muss ich nicht machen. Nee, also ich muss tatsächlich jede dieser Solarzellen. Ich weiß nicht, ob ich das lustig finde, Freunde. Kann doch nicht euer Ernst sein. Da muss doch einen anderen Weg geben. Was hast du heute gemacht? Ich habe Solarzellen verbunden. Nee, das mache ich jetzt aber auch nicht. Ich mache das hier mal, ich mache mal mit einer Tour fertig. So, also mit einer Tour fertig, so. Und den Rest mache ich mal geflissentlich alleine. Und jetzt sagen wir mal, ich verbinde mal die hier. Gehen wir mal daran. So, das heißt, wenn ich an der Wasseroberfläche bin, müssten die aufladen. Kann ich ja mal probieren. So. La 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 la. So, guck mal, ein Drittel habe ich schon. Naja, fast. Boah, was ein Akt. mal kurz speichern. Das ist doch nicht euer Ernst, dass ich die da... Da muss doch eine Möglichkeit geben, das schneller zu machen. Gut. Jetzt, ehrlich gesagt, hätte ich jetzt gerne noch den Füllstand der beiden Ballasttanks. Jetzt haben wir ja hier das haben wir alles gemacht. Und jetzt haben wir hier diesen Fluidmeter. How much fluid is within an enclosed volume? Aha. Enclosed volume. Und zwar, enclosed volume heißt hier. Ich glaube, die Fenster können wir dann nämlich mal ausbauen. Da steht ja nicht, dass das oben oder unten angebracht werden muss, ne? Das kann man einfach irgendwo anbringen, oder? Vermutlich, nehme ich mal stark an. Nehmen wir es mal raus hier. Ne, es war falsch. Lalalala. Wo ist denn jetzt? Da. So, andere Seite ebenso.
Und jetzt. Na. Es ist nicht schön, aber ich glaube, es könnte funktionieren. So. Jetzt brauchen wir hier noch so ein Fluidmeter. So. Und jetzt brauchen wir natürlich noch eine Gauge. Eine Gauge. Oder eine Display. Oder keine Ahnung. Ich weiß ja auch gar nicht, was Maximum ist. Das müssen wir überhaupt mal gucken. Probiere ich jetzt mal an Land aus, wenn ich mal dezent sagen darf, ja. Dial, also wir nehmen jetzt mal noch ein Dial. So. Und gehen mal da hinten hin und sagen mal hier die beiden Ballasttanks. Die beiden Ballasttanks, die setze ich mal, ne, ich sagte nicht die, also die Dials setzen wir mal hier für die Ballasttanks hin. So. Und jetzt sagen wir mal linker und rechter Ballasttank. Linker und rechter Ballasttank. Teil Nummer 1. Teil Nummer 2. So. Und dann sagen wir mal. Dann sagen wir mal. Der macht bitte auch die Dinger an. So, und jetzt geht das hier, das ist der Fluid Meter Number Output. Und was ist das? Fluid Capacity returns the total capacity of an enclosed volume in liters or null if not enclosed. Aha. Okay, das brauchen wir nicht. Da sagt er mir die Maximalzahl. So, das ist links. Und das ist rechts. So. Und jetzt, pass auf, jetzt sagen wir mal, Minimalwert ist natürlich 0. Weniger als 0 kann nicht drin sein. Und maximal, sagen wir mal, 1000, keine Ahnung, oder ja, 1000 so. Und ebenso das hier, das ist auch 0. Und sagen wir mal auch maximal 1000, keine Ahnung, wie viel da Platz ist. Ich würde sagen, wesentlich mehr, aber probieren wir mal aus. Speichern. Ich sagte, nee, nicht speichern. Wie kommt man da wieder raus? So. Warum kann ich das nicht? Der Preis ist dezent gestiegen durch die Solans. Gut. Ich nehme mal kurz die Solarzellen weg. Kurz gucken, welche ich dann. Habe ich die schon verdrahtet? Ne, die hat die auch noch nicht verdrahtet. Das heißt. Okay, ich hab die Kohle nämlich einfach nicht. Jetzt haben wir halt nur diese vorderen Solarzellen. Naja, vielleicht reicht das ja. Ich wollte eigentlich erasen, so. So, weg mit den Solarzellen. Braucht ja eh kein Mensch. So, was jetzt? Immer noch minus 13.600. Okay, Solarzellen ist eine scheiß Idee. Also, was heißt scheiß Idee? Solarzellen ist zu teuer. So, jetzt geht's wieder. Warum seid ihr bekloppt? So. Dann halt keine Solarzellen, ja? Dann ist halt. Was ist das für ein Preis gewesen? So. Ich wollte ja eigentlich nur ausprobieren, wie unsere Anzeige ist. Warum sind da 300 Liter drin? Warum ist denn da rechts was drinne? Flug mal. Hui! 4000 Liter, 5000 Liter, 6000 Liter, 7000 Liter, 8000, 9000, 4 Liter. Okay, was ist das Maximum? Werden wir gleich sehen. Erstmal voll machen die Kiste. Ich brauche das Maximum, um eine Anzeige zu bekommen.
50.000. Sagen wir 50.000, ja? Sagen wir 50.000. 50.000. Warum allerdings in dem einen schon was drin war, das ist mir unklar. So, das heißt, wir sagen jetzt hier mal, da bitte 50.000 rein. Nee, da nicht. Da 50, 1, 2, 3, 1.000. Und hier auch 50.000. Da. Auf ein neues. Solarzellen sind... Also das machen wir... vielleicht, wenn wir zu viel Geld haben. Machen wir das mit den Solarzellen mal. So. Da sind angeblich 300 Liter drin. Warum? Halt es für einen Anzeigefehler. Okay, wir fluten mal. Ballasttanks fluten. Ich mach's mal zur Hälfte voll. Jetzt können wir nämlich sagen, mal auspumpen. Passiert da was? Ich glaube ja, 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 da passiert was, aber sehr, sehr langsam. Sehr, sehr langsam. Es passiert aber auf jeden Fall was. Cool. Okay. Die Ballasttanksanzeige läuft. Sieht sauber aus. Jetzt müsste man natürlich noch die Ballasttanks unterschiedlich leer pumpen können, aber mein Gott. Das probieren wir dann mal aus. Ja. Also es wird gepumpt. Da können wir drüber reden. So. Jetzt gefällt mir natürlich das noch nicht und das noch nicht. Also darüber können wir reden hier. Das sind halt die Motoren, die sitzen hinten dran, die bedienen das Ding. Überlege, ob ich noch mehr... Ich mache mal noch ein bisschen Feintuning, ein bisschen Schönheitskorrekturen. Und zwar, Schönheitskorrekturen heißt, wir nehmen mal hier noch ein bisschen Zeug raus. Warte mal, wir gehen mal hier in den Symmetriemodus, so. Und dann sagen wir mal hier, zack, zack. Aber das war vielleicht ein bisschen übertrieben. Zack, 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 zack. So, einfach damit der Ballasttank... So, sieht das gut aus? Ja, jetzt haben wir hier einen schönen, das ist der Sensor, das ist okay. Warum dieser Sensor da... Warum der in dem einen Tank was anzeigt, das habe ich keine Ahnung. Aber das ist okay. So, die werden leer, das ist okay. Die pumpen schön hier. Da haben wir auch keine unnötigen Blöcke. So, das ist gut. Jetzt würde ich ehrlich gesagt sagen, wir müssen hier drin noch ein bisschen hübscher machen, die Sache. So, also mal kurz gucken. Kannst du das mal bitte wegmachen hier? Einfach nur damit es schöner aussieht, ja? Nur damit es schöner aussieht, weil sieht sonst merkwürdig aus. Da. Und da. Einfach nur damit es ein bisschen hübscher aussieht. So, das hätten wir da drin, das hätten wir auch da drin. Die beiden Funktionsgeneratoren, die könnten wir natürlich so lassen. Jetzt ist die Frage, brauchen wir da noch irgendwelche? Wir haben da den Batteriestand und wir haben die, das könnten wir eigentlich auch mal bezeichnen, ach so, hatte ich schon, ne? Sagen wir mal Ballast links, dann ist das hier Ballast rechts. So, dann haben wir hier Fluten. Was ist denn hier? Evakuieren, ne? Also Pressluft. So, Pressluft. So. Wenn wir schon alles groß schreiben, dann das auch. Fluten. So.
Also, wir haben das, wir haben das, wir haben das. Das sieht alles schon mal gut aus. Geschwindigkeitsanzeige, eigentlich müsste man ja einen Knoten umrechnen, ne? Weil wir sind ja ordentlich, aber na gut, dann lassen wir das halt. Das da unten lassen wir, das ist auch okay, das ist auch okay. Jetzt ist natürlich die Frage, also jetzt guckt euch mal an, wir haben 14.000. Wir müssen eigentlich noch Geld verdienen, sonst können wir das, sonst können wir überhaupt nicht weiterbauen. Das geht natürlich nicht. Und wir müssten diese Batterien auch woanders unterbringen. Das geht auch nicht. Die sind an einer völlig blöden Stelle. Die sind jetzt im Moment so nach dem Motto hier, komm, verteil dich mal irgendwo hin, wo du gerade möchtest. Ich kann die natürlich in die Mitte setzen, da muss man immer außen dran vorbeigehen. Kann man Gegenstände nachträglich, kann man die irgendwie verrücken? Move. Move your vehicle within the boundary. Nein, ich will ja nicht meinen Vehicle moven. Ich will ja mein, ich will ja meine, ich will ja ein Objekt moven. Geht das? Select parts of your vehicle to cut, copy, paste, rotate, flip and move them around. Ich will das doofe Ding moven. Okay, keine Ahnung, wie das geht. Ich würde gerne dieses Teil bewegen, aber ich habe ehrlich gesagt, also die Batterie. Ich bin jetzt ehrlich gesagt allerdings nicht sicher, wie das funktioniert. Keine Ahnung, wie man etwas bewegt. Warte mal, was haben wir denn hier noch so? Was haben wir da? Kamera, Center of Mass, Direction Arrows, Rotational Labels, Grid Lines, Measurements, Worldview, Editor Warnings. Gut, nee, ich habe wirklich keine Ahnung. Warte mal, was haben wir denn hier? Move Grid, Resize Grid, Reset Grid, Move Cut. Ja, schon besser. Wie move ich das jetzt? Nein. Current Selection. To flip selection, to rotate selection. Ich will die bewegen, verdammter Mist. Ich will etwas bewegen. Habe ich denn jetzt gemacht? Irgendwas kaputt hier mal. Nochmal. Hier. Ich will etwas ausschneiden. Keine Ahnung, ich habe es irgendwo hingeschmissen. Das ist okay. Das ist weg. Ne, hier, warte mal, ich muss wieder draufdrücken, ne? Clear Content, Reset, Save Content, Paste. Ich habe keine Ahnung, wie es geht. Gut, dann ist uns das aber auch egal gerade erstmal. Was kann man denn bei der Batterie einstellen? Ihr Displayname, nee. Also, ich werde mich mal nochmal schlau machen, wie man die Batterie bewegt. Aber wir müssen jetzt erstmal so oder so Geld verdienen. Was haben wir denn jetzt gerade? Also, ihr habt gesehen, ne? Wir sind ganz gut unterwegs. Oh, ich habe schon wieder viel zu lange aufgenommen. Wir müssen erstmal ein bisschen Geld verdienen, damit wir ein paar Solarzellen einbauen können. Und wie wir das machen, sehen wir dann später. Ich sage danke fürs Zusehen. Euer Mr. Fleck. Tschüssi!